Und jetzt kommt der Hammer. Ich kann diese Kaskade, beide Kaskaden, egal wo sie herkommen, kann ich mit einer einzigen Substanz blockieren. Es wäre eigentlich ein essentielles Spurenelement. In 2018 hat die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft eine Erhebung gemacht, wie viele neue Fälle von Alzheimer gab es 2018. Und es waren 333.000 Fälle. In 2021, also für das Jahr 2021, hat man nochmal eine Zählung gemacht, gab es 436.000 neue Fälle. Das ist ein Anstieg von 31%. 31%, das geht nicht mehr auf die Altersstruktur zurück. Das ist eine Beschleunigung des Prozesses. Und ein anderer Hinweis, dass der Prozess beschleunigt wurde, ist der, dass zum ersten Mal eine gewaltige Zahl von Menschen unter 65 schon Alzheimer bekommen. Bei diesen 436.000 sind 100.000 unter 65. In Amerika und in Deutschland ist es, oder in Europa ist es momentan die dritthäufigste Todesursache. Lithium ist zum Beispiel auch das einzige Molekül, hier steht das Wort Alzheimer, was bei frühem Alzheimer den Prozess komplett stabilisiert. Ich gehe davon aus, dass alle chronischen Entzündungen, die wir haben, letztendlich alle über diesen Mechanismus laufen und dass wir zumindest eine Reduktion hinbekommen durch Lithiumgabe.